Yo Leute, was geht ab? Johannes Quelle hier vom Buff Strong Cooking TV. TV! Wir machen nämlich zurück, wir gehen ins Gulasch-Game. Wie ihr seht, habe ich hier schon einen Slow Cooker, den werde ich jetzt auch schon mal anmachen. Auf Stufe 2. Ich bin ja ganz oft so ein Freestyle-Mensch und habe neulich ein Pulled Beef gemacht. Und es ist so geil, einfach gerade für Fitness-Freaks, ja. Ihr braucht quasi nahezu null Vorbereitung, das ist der Knaller. Und ja, gibt gute Makros, gute Nährwerte und geht verdammt schnell. Also, Pulled Beef mit Gurkenzwiebeln im eigenen Sud und that's it. 1,5 Kilo Gulaschfleisch, ca. 150 Gramm Zwiebeln, ca. 100 Gramm saure Gurken. Saure Gurken? Eingelegte Gurken. Ja doch, saure Gurken, genau. Aber nicht die von Haribo, sondern eingelegte Gurken. Und die habe ich jetzt schon mal hier klein geschnibbelt. Das ergibt in etwa 3 bis 5 Portionen, je nachdem wie großen Hunger ihr habt und wie groß ihr eure Portionen wählt. Ja. Das Gulasch wird im Slow Cooker kurz scharf angebraten und das ist das Geile an diesem Slow Cooker, dass ihr in dieser herausnehmbaren Schale das Fleisch erstmal auf dem Herd, Gas oder Elektro ist egal, erstmal scharf anbraten könnt. Das wird extrem schnell heiß, das heißt ihr könnt wirklich super schnell scharf anbraten und danach das Ganze wieder in den Slow Cooker reinlegen, um das Ganze dort erstmal 3-4 Stunden lang ziehen zu lassen. Wie ihr hier schön sehen könnt, haben wir da einfach mal so ein bisschen Dämmwolle dazwischen geknallt, weil wir sozusagen hier direkt den Herd haben und direkt daneben ist der Geschirrspüler und das ist natürlich doof. Und danach legt ihr den einfach wieder in diesen Slow Cooker rein und könnt einfach wunderbar weiter slow gucken. Mega gut. Ich lege das jetzt mal schön auf in den Slow Cooker zurück. Deckel drauf. Und jetzt einfach nur 2 Stunden. 2 bis 4 Stunden einfach nur da drin schmoren lassen. Knallt ihr die Zwiebeln und die Gurken mit rein. Und lasst es noch mal so 1 oder 2 Stunden ziehen. Und lecker. Und dann kommt der große Moment, in dem ihr es euch auftun könnt. Ihr könnt natürlich auch noch zur Verfeinerung Rotwein reingießen, Tomaten reinballern, Tomatenmark, Tomaten, passierte Tomaten, irgendwas, dass es mehr so wirklich so ein Gulasch wird. So wird es erst eher mehr so ein Pulled Beef. Mega lecker. Also wirklich ultra zart, schön saftig und einfach lecker. So ein Slow Cooker eignet sich auch super gut, um einfach morgens das Teil anzuschmeißen, alles was man will reinhauen. Dann eignen sich natürlich auch Knollengemüse, wie zum Beispiel Kartoffeln oder sowas, die halt lange auch brauchen, um gar zu werden. Und das könnt ihr da alles mit reinhauen und dann einfach zur Arbeit gehen, wiederkommen, Essen ist fertig. Mega gut. Falls ihr euch fragt, warum hier eine Taschenlampe liegt, warum habt ihr eine Maske auf? Awkward Moment. Flachwitze sind so richtig meins. Ja, das war's eigentlich auch schon. Später nochmal ein bisschen mehr. Eine der fast wichtigsten Sachen hätte ich ja vergessen. Gewürze fehlen dann natürlich noch. Und wie sollte es auch anders sein? Habe ich natürlich auch den Knoblauch vergessen. Ja, also nochmal eine Minute raufrechnen auf die 5 Minuten. Paprika mit rein. Basilikum darf nicht fehlen. Thymian ist ganz groß mit dabei. Und bei Fleisch ein Evergreen Rosmarin. Dazu noch etwas Pepper und das gute pakistanische Himalaya-Salz. 1 Million Jahre alt und Verfallsdatum 2 Jahre oder so. In diesem Fall kann man das Salz ruhig schon mit drauf geben, weil es nicht die ganze Flüssigkeit entzieht, weil die Flüssigkeit kann ja gar nicht abhauen, weil Deckel drauf und dann wird es die ganze Zeit so oben verdunstet, tropft wieder runter und wird halt die ganze Zeit befeuchtet. Mega gut. Wenn ihr wüsstet, wie lecker das schon jetzt duftet.
Wobei, manchmal ist so eine Duftübertragung dann wieder ein bisschen schädlich, wenn man gerade so einen Eiweißfurz loslässt. So, ich habe das Pulled Beef noch ein bisschen länger drin gelassen, weil es war mir noch ein bisschen zu zäh. Jetzt habe ich es nochmal 4 weitere Stunden garen lassen und jetzt ist das so zart. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Wie geil. Und da habt ihr einfach eine richtig geile Fitnessmahlzeit. Fitness, jetzt sage ich auch schon so einen Scheiß. Also damit habt ihr schon mal eine richtig geile Mahlzeit und ihr habt kaum Zeit aufbringen müssen, um das zu machen. Schmeckt hammermäßig, dazu noch einen schönen Salat oder Nudeln oder Reis oder irgendwas, aber geil, schmeckt richtig gut. Wollen wir nochmal gucken. Einfach nur geil. Richtig gut. Jo Leute, ich hoffe, euch schmeckt das Ding genauso geil wie mir. Das ist der Knaller, mit wie wenig Aufwand man ein richtig gutes Essen bekommt. So diesen Slow Cooker hier gibt es auch auf Amazon. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr über meinen Amazon Affiliate Link auf Amazon geht und das Ding sucht. Ich kann es auch gerne nochmal verlinken. Mega Ding. Wer sowas noch nicht zu Hause hat, 50 Euro ist wirklich eine Investition, die sich hier absolut lohnt. Ja, ansonsten schreibt mir in die Kommentare, ob es euch auch gefallen hat, ob es euch auch geschmeckt hat. Und wenn es euch geschmeckt hat, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht geschmeckt hat, cheers, bis bald. Peace.